fliegt alles ins Material dann. Ich lasse euch das da. Da ist auch die DVD mit der Tanzlern-Choreo. Wir haben die offizielle extra vereinfacht, um euch und alle anderen Nicht-Tänzer und Nicht-Tänzerinnen, vielleicht sind ja auch welche dabei heute, die gut tanzen können, aber auch alle anderen zu erreichen. Ja, weil aus dem westeuropäischen Raum ist Tanzen so raus. Niemand traut sich zu tanzen. Aber in vielen anderen Kulturen ist es gang und gäbe. Und auf der DVD findet ihr auch den internationalen Zusammenschnitt und seht, was auf der ganzen Welt zu diesem Tag passiert. Also, lasst uns mal die Choreo kurz durchgehen. Es ist March, Walk, Dance, Rise, Walk, Dance, Rise. Genau. To rise ist sich erheben, dann nehmen wir tatsächlich nur einen Arm, ansonsten immer beide, aber da ich das Mikro habe, kann ich nur einen Arm nehmen. Das heißt, schaut bitte ab von den Tänzerinnen, die nehmen immer beide. Also, wir rufen immer das ganz laut, könnt ihr auch gerne heute machen. Und walk, dance, rise, walk, dance, rise. Dann kommt ein Step, Clap, da wo ihr gerade könnt am Platz. Ja? Wenn ihr wollt, tretet einen neuen Schritt nach vorne. Ansonsten geht es auch ganz bequem am Platz. Also, 1, 2, 3, 4. Nach rechts. Und dazu klatschen wir. Und 1, 2, 3, 4. Super. Das klappt zweimal hintereinander und dann oben klatschen. Und 1 und 2. 1 und 2. Nochmal. 4 einzeln, 2 doppelt. Und 1, 2, 3, 2 doppelt. 1 und 2. 1 und 2. Yes. Okay. Wir schnipsen unten und schnipsen oben. Mit beiden Händen wieder. Schnipsen. Unten schnipsen. Oben schnipsen. Unten schnipsen. Oben. Jetzt könnt ihr 3 Schritte am Platz gehen und einen Kick setzen oder ihr kommt zu uns, wie ihr gerade da könnt. Und 1, 2, 3. Kick. Zurück. 6, 7, 8. Okay, nochmal von vorn und 1, 2, 3, 4, zweimal, 1 und 2, 1, schnipsen unten, schnipsen, hoch und tief und komm zu mir, 1, 2, 3, kick, Achtung, beide Arme hoch, beide. Und dazu rufen wir Dance und bounce ein bisschen in den Knien, ja, genau, und das tun wir 7 Mal. Dance, ich höre überhaupt nichts. Dance, genau. Und Dance. Super. 7 Mal, dann öffnen wir und heben die Arme, break the chain. Ziehen sie runter. Break the chain heißt, sprenge deine Ketten. Super. Wir sind gleich fertig. Das ist ein prima. Aber es ist gut, sich zu bewegen, nicht wahr? Also, geht ihr da tief, wo ihr gerade könnt. Also Menschen, die ganz tief gehen wollen, super. Menschen, die hier tief gehen wollen, prima. Ihr könnt euch auch kurz hinsetzen. Und dann habt ihr 3 Akzente, um aufzuspringen. Entweder bei We are mothers, we are teachers oder we are beautiful, beautiful creatures. Könnt ihr euch aussuchen. 1, 2 oder 3. Okay? Passt auf, wenn jetzt Folgendes passieren sollte mit den Bildern vom Brandenburger Tor und es hakt wieder, dann habe ich die CD aber auch dabei. Ja, dann könnt ihr die Musik-CD rein tun und tanzen es dann. Aber wir probieren es mit den Bildern. Okay. Kann denn so viel schief gehen? Okay. Also wir heben mal die Arme und stellen uns vor, wir wären am Brandenburger Tor. Das sind die Eindrücke von diesem Jahr. Im Februar ist es super kalt, aber heute ist auch schon total kalt. Schaut euch mal um. Wer ist denn alles hinter euch, neben euch? Alles nette Menschen, mit denen ihr jetzt tanzt. Genau. Wir hoffen, dass ihr den Weg findet zum Brandenburger Tor 2017 oder eine eigene tolle Aktion zu dem Thema macht. Weil darum geht es. Ganz, ganz viele Aktionen weltweit. Achtung. Walk, dance, rise. Marschi. Dance, rise, walk. Ihr wollt es rufen. Dance, step, left. 2 Mal. Tief schnipsen. Und hoch. Komm zu mir. Super. Nochmal. Step, clap. Prima. 2 Mal. Schnipsen. Komm. Kick. Achtung.
ein Anlächeln um euch herum. Nochmal Freestyle. Ihr könnt das ja jetzt. Jetzt könnt ihr richtig loslegen. Mit den Substanzes. Okay, jetzt kommen unsere drei Akzente. Geht mal ein bisschen tief, da wo ihr könnt. Und es gab drei Möglichkeiten. We are mothers, we are teachers, we are beautiful creatures. Achtung. This is my body. Den rechten Zeigefinger fertig machen, zu Rise sich erheben, gegen Gewalt an Mädchen und Frauen weltweit.